Er hat klar gewonnen, Rapid hat sich hingegen beim Aufsteiger in Ried blamiert. Deshalb hat Trainer Ernst Dokopil die Mannschaft kräftig durcheinander gewürfelt. Einer war aber dabei, Peter Stöger, bei seinem ersten Derby für Rapid. Da haben wir den Peter Stöger, er kann heute mit Dietmar Kübauer spielen, den Trainer Ernst Dokopil hat umgetauscht. Slivowski, Herauf, Gucki nicht dabei, dafür aber Kübauer, Biwanik, Lederer und erstmals Stumpf. Und auf den Rängen gute Stimmungen auch bei den Fangruppen, denn die Rapid-Anhänger hatten gegen die Austria-Fans 7:3 im Vorspiel gewonnen. Da denkt man sich auf den Rängen bei Günter Kaltenbrunner und Rudi Flögel und bei den Spielerfrauen, hoffentlich fallen in diesem 202. Derby ebenso viele Tore wie im Vorspiel der Fangruppen. Die neu formierte Rapid-Mannschaft findet am Anfang einige Möglichkeiten vor. Die Austrianer legen etwas nach, gleich zu Beginn, dritte Minute, gelbe Karte für Schmidt, der in dieser Situation auf Kübauer angesetzt war. Bei den Austrianern, hier Trainer Horst Rubesch, ist Nabekovas noch immer nicht im Einsatz, dafür wieder Kogler nach seiner Krankheit und Glatzer, der junge Mittelfeldspieler, vorläufig auf der Ersatzbank. Sturmspitzen Ogris und Melde, Stöger rettet hier unter Anführungszeichen in den Corner und die Wiener Austria in den Anfangsminuten zur Freude der Anhänger der Austrian Bulldogs überlegen. Kopfball von Kogler, Mandreko auf der Linie oder hinter der Linie, vor der Linie, wir werden es gleich in der Zeitlupe sehen, wie immer von rechts, Eckball von Wagner, Kopfball über Konsel, Mandreko im Flug, er hinter der Linie mit dem Kopf vor der Linie. Schauen wir uns das Ganze noch einmal an. Die Austrianer reklamieren, er hätte hinter der Linie geköpfelt und von dieser Warte schaut es eher kritisch für die Rapidler aus. Aber auf alle Fälle Schiedsrichter Schüttengruber und seine Linienrichter entscheiden kein Tor. Mjelde nach einem Fehler von Stöger zu Ogris, aber der läuft in das Tor. Jetzt wieder Mjelde, der in seinen 3 Derbys gegen Rapid immer ein Tor erzielt hat. Ivanov, der Libero, spielt mit einem spektakulären Rückzieher. Noch ist die Gefahr für Rapid nicht vorbei. Jovanovic, der mit Schöttl Mandecker spielt. Noch einmal Mjelde. Die Wiener Austria in diesen Anfangsminuten, wo Rapid noch nach Rhythmus und Spieltaktik und Raumaufteilung sucht, die Wiener Austria überlegen. Und das ernste Gesicht von Ernstl Dokopil sagt alles. Kommt er von Rapid Kübauer. Der etwas langsame Rachimov erreicht Kübauer, den Rapid-Spielmacher, nicht. Und gelbe Karte, die zweite für die Wiener Austria in der 24. Minute. Hier noch einmal war eigentlich ein hässliches Foul, obwohl er es geschickt gemacht hat. Und Kübauer muss über 3 Minuten aus dem Spiel. Wird hier von Dr. Lugscheider untersucht, kann aber dann doch weiter spielen. Und Rapid einige Zeit also mit 10 Mann. Dann Mandreko, der im Mittelfeld spielt, immer gefährlich nach vorkommt. Hier für Biwanik, der rechts im Raum aufgestellt wurde und Stumpf kommt zu spät. Aber bis dahin der Rapid-Angriff, in dem Stumpf einzige Spitze spielt, eine stumpfe Waffe. Auch Stöger kann da nicht helfen, der etwas zurückhängend so etwas wie eine zweite Sturmspitze spielt. Da ist er schon, der Peter Stöger. Er und Kübauer verstehen sich sehr gut. Belaic attackiert nicht, noch immer Stöger. Jetzt Kogler. Foulspiel gibt hier Schiedsrichter Schüttengruber. Und beide Trainer, naja, schauen Sie sich die Minen an. Freistoß. Ivanov am Ball. Daneben auch Lederer, der im Mittelfeld eingesetzt ist. Der junge Spieler, Jovanovic noch dabei. Ivanov. Ja, und da hätte also der Franz Wohlfahrt wirklich fliegen müssen. Guter Freistoß des Legionärs. Aber noch immer 0:0. Herauf wärmt auf. Vielleicht ist Kübauer doch zu sehr angeschlagen. Hier haben wir Lederer. Ein gutes Solo des jungen, sehr selbstbewussten jungen Rapid-Spielers. Mandreko, Riesenmöglichkeit und überhastet. Die erste wirklich gute Möglichkeit jetzt für die Rapidler. Und mit Mühe befreit sich hier die Wiener Austria dank Pfeffer. Wieder Lederer, aber in seinen Attacken manchmal zu ungestüm, wie gesagt. Und sehr viele Fouls gegen ihn gepfiffen. Hier noch einmal die vergebene Chance Rapids, aber das kann nicht der Sinn des Spiels sein. Guter Pass jetzt vom Pfeffer für Leitner, der ist überrascht, legt auf für Wagner und Konsel mit einer glänzenden Parade den flachen Ball noch in den Corner gelegt. Bravo Michael Konsel.
Leitner war hier wirklich überrascht, hat deshalb zu Wagner aufgelegt. Jetzt Marasek. Geht an Wagner vorbei und faul. Und auch er bekommt hier für diese Attacke Gelb in der 38. Minute. Also drei gelbe Karten sieht auch Hans Krankl, der Ex-Rapidler, der hier in der Hörfunkkabine zu Gast ist. Wieder Lederer. An Flögel vorbei, von dem man erwartet, dass er eine Spielmacherrolle übernimmt. Aber echte Spielgestaltung sieht man bei der Wiener Austria nicht. Auch bei Rapid lange Zeit nicht, und das bemerkt auch Rubesch. Zur Pause dann überreicht Robert Petzl den besten Fangruppen, die einen Bewerb gewonnen haben, nämlich Rapid und Austria, eine Plakette. Bewertet wurde Respekt vor den Schiedsrichtern und Gegnern, Einhaltung der Sicherheitsvorschriften, Choreografien sowie Aktivitäten abseits des Fußballplatzes. Hier haben wir Herauf gesehen bei seiner ersten Möglichkeit nach seiner Einwechslung in der 46. Minute. Er ist statt des jungen Lederer gekommen. Pivanik, Rapid kommt jetzt immer besser in Schwung, greift auch vehement an, und ein guter Kopfball von Marasek war das. Hier haben wir Stumpf, der eigentlich als Konterstürmer ein bisschen zu langsam ist und sicher auch noch nicht ins Rapid-Spielgefüge gefunden hat. Hübauer, Stumpf, gut weitergeleitet jetzt für Mandreko. Stöger wäre nicht offside gewesen. Aber er kann den Ball nicht mitnehmen. Wieder eine große Möglichkeit dahin. Und doch immer 0:0. Aber die Begeisterung hält an, und jetzt reagiert auch Rubesch. Er bringt Glatzer ins Spiel statt Wagner, der ein bisschen Substanz bei dem doch heißen Wetter verloren hat. Marasek. Und macht man in der Mitte einen Fehlpass, dann gibt es Kontermöglichkeiten. Das Spiel in diesen Anfangsminuten verflacht. Viele Fehler auf beiden Seiten. Man sieht es auch hier. Und wieder ein auch schlechtes Abspiel bei der Wiener Austria. So eine Patzstellung bemerken beide Trainer. Dann wird Marasek verletzt am Kopf, kann aber weiterspielen. Schöttl, eher vor Ivaniv, eine Säule in der Abwehr Rapids. Und Foul hier von Stumpf, der für diese Attacke an Leitner die gelbe Karte bekommt. In der 66. Minute erste gelbe Karte für Rapid gegeben an Stumpf. Spiel bessert sich jetzt ein bisschen. Beide unternehmen doch größere Anstrengungen, zu Toren zu kommen. Wieder Schöttl. Und jetzt reißt sich Peter Stöger zusammen. Jetzt zeigt er seine Klasse. Ihm wird das Gekicke zu bunt. Geht an Belaic vorbei. Ist das die Möglichkeit zum 1:0? Drüber. Wir haben in der Zeitlupe sehen, macht das ganz geschickt. Belaic kann kein Foul begehen, um nicht ausgeschlossen zu werden. Aber jetzt springt der Ball etwas auf und Peter Stöger schießt übers Tor. Eine super Aktion von ihm. Wieder Stöger. Jetzt sehr viele Elan plötzlich in den Aktionen von Rapid. Mandreko, ein Schupferl. Da steht Stumpf. Und gerade noch buxiert er den Ball ins Tor. 1:0 für Rapid. Ist das das entscheidende Tor in der 69. Minute? Hier jubeln Mandreko und Stöger, die dieses Tor vorbereitet haben. Ist das schon die Entscheidung in diesem 202. Tag? Jubel auf den Rängen. Hier noch einmal. Herrlicher Pass von Stöger auf Mandreko, der wieder einmal aus der Mitte nach vorstößt. Hat bis jetzt immer zu weit geflankt, aber jetzt geht sich's gerade noch aus. Und über die Abwehr hinweg. 1:0 für Rapid. Und jetzt versucht Austria noch einmal alle Kräfte auszuschöpfen. Wird von Rubesch immer wieder nach vorgetrieben. Oh, Ogris gegen seinen Mandecker Jovanovic. Rachimov, Stangelpass. Michael Kondra. Beide Torhüter mit ausgezeichneten Leistungen. Jetzt wird die Rapid-Viertelstunde eingeklatscht und Horst Rubesch reagiert noch einmal. Er bringt Peter Backholt, der seit 1986 wieder einmal ein Derby bestreitet. Diesmal aber gegen Rapid. Eckball jetzt durch Peter Backholt in der letzten Spielminute. Gelingt der Austria noch den Ausgleich und wieder gerettet auf der Linie, diesmal von Pivanik. Noch ein Eckball. Den gibt Schiedsrichter Schüttelgruber noch in der 90. Minute und die Nerven von Tocqueville zum Zerreißen gespannt. Jetzt ist der Ball aus der 16er Hälfte draußen und da ist der Schlusspfiff von Schüttelgruber. Rapid gewinnt. Die Rapid-Fans freuen sich und Jubel auch bei den Spielern, und Peter Schöttl gratuliert seine kleine Tor. Ja, das war ein schweres Stück Arbeit für die Mannschaft und ein schweres Stück Nervenarbeit für mich.
unglücklich. Ich habe, glaube ich, keine einzige Chance gehabt, außer beim Tor. Ich habe sie Gott sei Dank verwertet. Für mich ist es außerdem noch nicht so ganz leicht. Ich habe heute das erste Mal von Beginn an gespielt. Aber trotzdem, das ist alles egal. Ich bin froh, dass wir heute 1-0 gewonnen haben. Und das ist das Wichtigste. Was hat denn das Spiel zum Kippen gebracht? Ja, zum Kippen hat das Spiel an sich gar nichts gebracht. Es war also zu dem Zeitpunkt, als das Tor fiel, ein Spiel, was auf X ausgeht. Das heißt, auf 0-0 aufläuft. Weil ich war der Meinung schon fast, dass da gar nichts mehr passieren würde in dieser Richtung. Weil kaum beide Mannschaften haben sich im Mittelfeld neutralisiert. Man hat kaum Torchancen gesehen oder gehabt. Und wenn, dann nur durch eigene Fehler. Ja, das bedeutet also, die beiden Wiener Großvereine sind wieder gleich auf und auf dem Totoschein heißt das Spiel 2, 1-0 und Tipp 1. Und bei mir im Studio begrüße ich sehr herzlich den Peter Stöger, der aus dem Hanapi-Stadion gekommen ist. War das ein Sieg, der Sie ganz besonders gefreut hat in diesem ersten Derby für Rapid? Naja, natürlich. Ich meine, es war mein erstes Heimspiel für Rapid, noch dazu gleich ein Derby. Die Konstellation war ungünstig, da wir in Ried uns nicht mit Ruhm bekleckert haben. Also für uns war es wahnsinnig schwer und dann der Sieg, auch wenn er mühsam war, muss ich sagen, wahnsinnig glücklich darüber. Waren Sie nervöser als sonst? Eigentlich nicht, muss ich ehrlich sagen. Also nicht nervöser als bei einem anderen Derby. Es ist ganz einfach, die Atmosphäre ist immer traumhaft, es sind viele Zuschauer. Aber ich glaube, ich bin schon so lange dabei, dass ich da nicht besonders nervös bin. Ich habe schon Europacup-Spieler genug hinter mir. Also von der Warte her war es nichts Außergewöhnliches. Aber war es nicht ein bisschen ungewohnt, dass die Anfeuerung aus dem anderen Sektor gekommen ist? Ja, ich muss einmal sagen, ich bin wahnsinnig glücklich darüber. Das ist für mich mindestens genauso viel wert wie der Sieg, dass mir die Rapid-Fans ganz einfach so akzeptieren, wie ich bin, dass ich eben früher Austrianer war und jetzt ganz einfach mich für den SK Rapid zerfetzen werde und das werden Sie im Laufe der Zeit auch bemerken, dass es so ist. Ich bin herzlich empfangen und es war sehr schön, dass einige wenige negative Stimmungen aus dem Austria-Sektor gekommen sind. Das war zu erwarten, aber ich muss sagen, es hat sich auch in Grenzen gehalten. Es gab ein Tor für Rapid, aber zwei ganz kritische Situationen vor dem Tor für Rapid. Schauen wir uns die vielleicht einmal an. Hier ist die erste. Mandreko rettet auf der Linie. War der Ball schon hinten? Ich glaube, er war nicht hinten. Ja. Wird auch hier bestätigt von der Zeitlupe der Eindruck. Und dann noch kurz vor Schluss der nächste Kopfball. Wird zunächst noch einmal der Mandreko und jetzt kurz vor Schluss der nächste Kopfball. Eckball von Peter Backholt, Kopfball Pfeffer, Piwanik auf der Linie. Scheint auch eine eindeutige Angelegenheit. Würde ich schon sagen, war beides mal sehr viel Glück dabei, aber ich würde sagen, es sind korrekte Entscheidungen gewesen. Peter Stöger, es hat eine Abo-Aktion der Bundesliga gegeben, da wurden Abonnements für die Spiele verkauft. Es gab Einsendungen dabei und Sie sollen jetzt drei Gewinner hier rausziehen. Und zwar jeder Gewinner gewinnt eine Städtereise für zwei Personen innerhalb Europa und Matchkarten. So, der erste ist der Florian Gölles, Hohenrheinstraße Graz. Gratulation einmal. Zweiter Christoph Wurm, Gstöttenau 53 in Efferding in Oberösterreich. Nächste Gratulation. Und der dritte Reinhard Melcher, Stockham 31, La Kirchen 46 63. Herzliche Gratulation also an die Gewinner. Sie haben eine Städteflugreise gewonnen im Rahmen dieser Abo-Aktion mit einem Matchbesuch. Und wir schauen uns jetzt einmal die Bilanz dieser zweiten Runde an.